herzlich willkommen bei Tag 2 in Bauches Dschungelcamp. Einsam und verlassen irrt der von der Bäckerfinka verlassene Bauche im Wald umher. Hungernd am Lagerfeuer träumt er in den Tag hinein. Was wird der neue Tag bringen? Welche Überraschung erwartet uns in der Dschungelprüfung? Und wo zum Teufel ist dieses scheißverkackte Kackloch? Oder gibt es im Wald versteckte Schätze? Wann bekommt Bauche endlich Besuch? Bauche studiert noch immer auf seinen Meditationsstuhl. Wo verdammt nochmal ist der nächste Camper? Fragen über Fragen. Das alles erfährt ihr hier. In Bauche ist Dschungelcamp. Wo bleibt mein Essen? Bauchi! Essen! Oh, das wurde aber bald Zeit, ey. Ich bin schon völlig vom Fleisch gefallen. Worauf wartet ihr denn? Sei still. Mahlzeit. Dankeschön. Lecker. Und das ist das, was die Ari so gesagt hat. Du kannst ruhig in das Dschungelcamp von RTL gehen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du da Stierhoden essen musst oder so. Das heißt, du bist doch der Typ, der hinterher ohne Sterne wieder ins Lager runtergeht und den Leuten zeigt, wie man Reis mit Bohnen isst, als wäre es das Geilste der Welt. Ja. Hier, so. Lecker. Geil, danke. Lecker. Bohnen. Noch ein. Immer 32 Mal kauen, ne? Ey Bauchi, wohin gehst du eigentlich kacken? Hinter dir? Vorsicht, nicht zurücksehen. Sonst fällst du runter. Da ist so ein Graben und da kann man prima reinkacken gerade. So, das ist. Aber ich habe hier jetzt schon einen Spaten liegen. Und das ist quasi so meine nächste Quest: ein Kackloch auszuheben, damit man ordentlich kacken kann. Die heutige Dschungelprüfung in der Hängematte Didgeridoo spielen. Muss das auch wieder eine Viertelstunde machen? Nee, ne? Hat keiner was von gesagt. Kennst du schon die Scheißmusik? Die habe ich in Mallorca habe ich die Scheißmusik erfunden für Scheißhäuser, so für Toiletten, ja, öffentliche, wo man die dann laufen lassen kann, die es dann ungefähr so anhört. Das ist so der Gesang, der dazu kommt. Alle dürfen applaudieren. So. Ja, cool. Dann haben wir so einen Kasten.
Trommelsolo. Gar nicht. Okay, dann haben wir wirklich viel Soße weglassen. Aber es ist wirklich... Ich bin ja echt empfindlich geworden, das scharf angeht, weil es zweimal brennt. Irgendwann hatte ich ja keinen Bock mehr drauf. War immer ganz nett, das erste brennen. Aber morgens um Klo zu sitzen, ich, Alter, könnt ihr schenken. So, ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Tschüss mit F, macht's gut, euer Guru Bauchi. Das blöde Grinsen wird aus dem Gesicht schneiden. Wir haben noch den Chips-Tank.